meine Lieben! Ja, heute gibt es ein Oktober-Favoriten-Video von mir. Dieses Video wird allerdings jetzt nicht so lange gehen, aber ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich überhaupt eins dazu abdrehe, weil man muss ja nicht jeden Monat ein Favoriten-Video machen. Aber ich habe meistens einfach Favoriten, die sich entweder geändert haben oder neu hinzugekommen sind oder auch wegen der Jahreszeit bedingt sich verändert haben. Und ich habe jetzt ein paar Sachen, die wollte ich euch einfach zeigen. Und ein paar neue Favoriten habe ich und oder die sich jetzt erst zu Favoriten entwickelt haben. Und deswegen zeige ich die euch jetzt heute. So, wir fangen an mit meiner absolut neuen Lieblingsmascara. Und das ist diese hier. Die habe ich jetzt ungefähr 2 Wochen in Gebrauch und bin sehr, sehr begeistert. Das ist die Maybelline Yarde The Rocket Volume Express Mascara in Waterproof. Die hatte ich in meinem Haul gezeigt, im Drogeriehaul bei der Ellie. Und ich hätte mir die, glaube ich, niemals gekauft, weil ich die vom Design überhaupt nicht schön finde. Und ich bin echt so ein Verpackungsmensch. Und wenn so eine silberne, goldene oder einfach edle gemachte Mascara da steht, finde ich die 1000-mal hübscher als sowas Kitschiges, so total ja, teeny-mäßig. Aber ich finde sie sehr, sehr gut. Ich habe sie gekauft, weil ein paar YouTuber, unter anderem X Karenina, die genannt hatte und immer wieder dachte ich mir, komm, jetzt holst du dir die irgendwann mal. Und da meine andere gelbe von Maybelline jetzt so ziemlich leer war, habe ich jetzt gedacht, ich hole mir mal die. Und ich kann sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Also sie trennt die Wimpern wunderbar. Ich liebe die. Ich habe die auch heute wieder drauf, je nachdem, wie ihr das seht. Ich finde die wirklich gut. Man muss sagen, beim ersten Auftrag denkt man so, ja, die gibt zu wenig Farbe ab, zu wenig Produkt. Aber wenn man 2-, 3-mal drüber tuscht, macht die das richtig schön und gibt den Schwung und Volumen und kann ich echt allen nur ans Herz legen. Die kostet um die 7 Euro und ich bin sehr begeistert von der. Vor allem in Kombination mit meiner Wimpernzange. Ich habe jetzt echt eine Weile lang keine Wimpernzange mehr benutzt und diese ist hier von MAC. Und ich weiß, MAC ist recht teuer, vor allem wenn es um so Zeugs wie Pinselchen und Wimpernzangen und all sowas geht. Und ich muss sagen, das war meine erste Wimpernzange, die ich je hatte. Ich hatte noch nie eine von Ebelin oder keine Ahnung von wo. Die habe ich jetzt auch schon richtig lange. Ich glaube, die habe ich jetzt schon um die 2 Jahre. Ich habe mir die auch mal im Winter, entweder so Geburtstag, Weihnachtszeit bei mir rum, gekauft. Und das müsste schon 2 Jahre jetzt her sein. Und ich habe mich damals einfach informiert, welche so am besten ist, damit ich nicht 1000 Wimpernzangen ausprobieren muss und ich dann schon Horrorstories gehört habe, dass die Wimpern ausreißen und keine Ahnung, das wäre für mich ganz, ganz schrecklich. Deswegen habe ich mir damals die von MAC gekauft. Ich glaube, die hat auch um die 20 Euro oder so gekostet. Das war schon echt, echt viel. Aber ich muss sagen, das ist noch das erste Gummichen, was hier drin ist. Und da hatte ich noch so ein zweites dazu, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das ist leider. Ich habe diese Verpackung nicht mehr irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist immer noch toll, also es ist wirklich top, da ist überhaupt nichts dran. Also wenn er mal so ein bisschen wie Mascara-Reste oder so. Aber an sich ist es total stabil und ich habe es schon jetzt mehrmals verwendet und über die 2 Jahre hinweg sowieso. Und ich kann mich echt nicht beklagen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich habe eben keinen Vergleich zu einer Drogerie-Wimpernzange oder so, aber auf jeden Fall biegt sie die Wimpern. Und am Anfang habe ich das auch falsch gemacht und habe einfach zu locker, habe einfach nur so gedrückt und dann war es das. Und habe gedacht, ja, passiert jetzt was? Also man muss schon feste drücken und die hat auch schön Widerstand, da kann man gut drücken. Und anscheinend fehlt das bei vielen billigeren Wimpernzangen, so diesen Widerstand. Ja, und wenn ich die benutze, natürlich im ungeschminkten Zustand von den Wimpern, weil sonst können sie eher abbrechen. Und dann haben sie so einen schönen, ja, Schwungknick, je nachdem wie man es macht. Und dann tuscht man die Wimpern mit dieser Mascara. Ein Bombenergebnis, Leute, wirklich. Kann ich echt nur empfehlen. Dann kommen wir zu Haaren. Ich habe ja dieses Macadamia-Ding mal zugeschickt bekommen vor ein paar Wochen. Und habe ja auch gesagt, wenn es super ist, dann zeige ich das in einem Favoriten-Video. Und ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich finde das richtig, richtig gut. Also das sind jetzt 30 Milliliter und das gibt es in diesem Shop. Den verlinke ich euch unten auch nochmal rein. Für 5 Euro, so als Probeding. Die gibt es natürlich auch eher im Topf und so. Das ist dann das Originalding. Aber so zum Ausprobieren kann man das auch so probieren. Ich habe halt immer so einen Clipper drum, damit, weil ich sie aufgeschnitten habe, damit das Produkt hier nicht verloren geht und nicht austrocknet und so. Und das funktioniert eigentlich echt gut. Und ich bin sehr begeistert. Wenn man die reinmacht, der Geruch ist sehr lecker. Ich mag das total. Und wenn man die so einwirken lässt, ich lasse sie dann immer extra lang einwirken, also eine Viertelstunde bestimmt.
Und ja, man merkt wirklich einen sehr großen Unterschied auch danach. Die sind super weich und geschmeidig und ja, merke ich auf jeden Fall, wenn die in meinen Haaren ist. Ich hatte sie jetzt auch drin und ich merke das auf alle Fälle, wie schön die jetzt wieder sind. Und ich merke auch den Unterschied, wenn sie nicht drin ist. Also die ist schon sehr teuer. Ich glaube, in so einem Topf kostet die um die 50 Euro oder so. Werde ich mir mal überlegen, ob ich mir die zulege, aber sie ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich liebe das und für so ein 5-Euro-Pack kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. So, das war's dann schon mit den Beauty-Sachen. Dann habe ich noch so ein Lifestyle-Favorit, mittlerweile Favorit. Das hier. Ich habe jetzt bestimmt schon 4-mal angefangen, das zu schauen. Und jedes Mal habe ich so nach der 3., 4. Folge, je nachdem, wo ich dann war, gedacht, nee, ich verstehe diesen Hype um Pretty Little Liars einfach nicht. Und es hat bei mir immer wieder gedauert, bis ich mal wieder Lust dazu hatte, weiterzuschauen, dass ich noch wusste, um was es ging in den ersten Folgen und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich krampfhaft wollte, dass mir das gefällt. Aber irgendwie hat es was gehabt, was mich so gefesselt hat und doch war es mir dann irgendwie zu luschig, zu langweilig. Ich bin dann oftmals davor eingepennt und ja, jetzt habe ich einfach nochmal angefangen damit und jetzt muss ich sagen, gefällt es mir. Jetzt wird es spannend. Also ich mag sowas nicht, wenn so die ersten Folgen so vor sich hin leiern und dann passiert da nicht viel oder es interessiert mich nicht so. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt wird es echt spannend. Ich bin trotzdem noch sehr am Anfang. Also für alle, die das kennen, ich bin jetzt bei diesem Caleb, der bei der Hannah daheim so heimlich wohnt. Und ja, so da bin ich jetzt eben. Und jetzt finde ich es spannend, auch was mit dieser, oh Gott, ich kann die Namen noch gar nicht so, diese Schwimmerin hier, was mit der jetzt gerade so passiert und alles. Und jetzt fängt es an, richtig spannend zu werden. Und bin froh, dass es mir jetzt doch gefällt und überlege mir auch, die 2. Staffel irgendwie zuzulegen, wenn ich diese hier durch habe. Ja, also jetzt mittlerweile gefällt mir das sehr, sehr gut, nachdem irgendwie alle das gesehen haben. Manchmal brauche ich so ein bisschen. War bei The Vampire Diaries auch am Anfang, so ein halbes Jahr haben es die ersten paar Mädels bei mir so im Freundeskreis geguckt und ich so, nee, nee, gefällt mir nicht. Und irgendwann packt es einen dann doch und dann ja, ist man voll Feuer und Flamme dafür. Ja. Dann war noch so ein allgemeiner Favorit Cardigans, wie zum Beispiel den ich jetzt trage. Oder auch allgemein weite, fluffige Cardigans und so. Ich liebe sowas, das ist genau meins. Oder auch, was ich im Herbst sehr gerne getragen habe, als Jacke, ist so typisch wieder ich, so ein Trenchcoat. Der ist jetzt allerdings vom H&M, aber schon 2 Jahre her, glaube ich. Das ist jetzt, ist ein bisschen schwer zu zeigen, vielleicht zeige ich euch den noch angezogen. Das ist so ein Trenchcoat, auch so englisch geschnitten und einen Ticken länger. Und ich mag sowas, so helles Braun und ja, Trenchcoat-mäßig, aber ein ganz kleines bisschen dicker ist dieser Stoff. Und das passt dann jetzt im Herbst sehr gut, wenn es ein bisschen kälter ist. Wobei der Oktober echt geschwankt hat zwischen echt warm, dass man gar keine Jacke gebraucht hat teilweise oder nur so ein Cardigan, bis hin zu Schal und Mütze und wow, ist das kalt, ne? Ja. Okay, das war's dann schon mit meinen Oktoberfavoriten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!